haben gleichzeitig angelegt. Die Besichtigung dauert nur 4 Stunden. Die Zeit ist also knapp. Über 170.000 Gäste kommen jedes Jahr hierher. Da geht es international zu. Früher im Refektorium, im zweiten Raum, standen 2 Metallöfen und sie wurden geheizt. So it took people about 7 years to build such a church. Igor Hutter schlendert gemütlich zur Arbeit, so macht er das jeden Morgen. Er ist Saisonarbeiter auf Kiji, immer von Mai bis Oktober. Bald kommen die deutschen Touristen auch bei ihm vorbei. Oben auf dem Glockenturm, da ist sein Arbeitsplatz. Russisches Glockenspiel, eine Mischung aus Taktsicherheit und Improvisationskunst. Meine Glocken hier sind typisch für Karelien. Sie sind sehr leicht und klingen sehr hell, weil die Kirchen aus Holz sind und nur ein Glöckner spielt sie alle gleichzeitig. Igor hat Glück. Die Oberbörschs wollen seine Klänge mitnehmen, als Erinnerung an Kiji. Das Wort von der russischen Seele ist ja bekannt. Und ich komme jetzt dem Geheimnis etwas näher. Also es ist wunderschön hier. Wenn die Touristen jetzt nicht alle hier wären. Das bleibt leider nicht aus. Aber dann. Die Wladimir Majakowski verlässt Kiji gegen Mittag und nimmt wieder Kurs auf den Onegasee, den zweitgrößten Süßwassersee Europas. Fast ein Meer, das auch mal tückisch für die Schifffahrt sein kann. Nun, jetzt haben wir richtig gutes Wetter. Keine hohen Wellen, ein bisschen Westwind. Das ist einfach gutes Reisewetter. Da kann sich der Kapitän zurückziehen und Platz machen für die Gäste an Bord. Für sie steht eine Führung über die Kommandobrücke auf dem Programm. Alexandras Aufgabe. Sie hilft dem ersten Offizier auf die Sprünge. Stellen Sie sich doch vor und erzählen ein bisschen über das Schiff. Ich heiße Anton und ich bin der erste Offizier. Auch das gehört zum Job auf einem Touristenschiff. Dann lernen die Passagiere, dass die Majakowski einen russischen Dichternamen trägt und dass sie auf einem deutschen Schiff unterwegs sind. Gebaut in der DDR und ausgezeichnet für gutes Design. Inzwischen ist die Schiffstechnik modernisiert. Wir haben einen Autopiloten. Ja, so eine Anlage, jetzt fahren wir mit dieser Anlage. Zeit für Fragen und der Hobbysegler Reinhard Brauns hilft gerne aus. Muss ich praktisch gegensteuern, dass das zum Stehen kommt. Der Bremsweg. Wie lange ist der Bremsweg dieses Schiffs? 500 Meter lautet die Antwort. Im Maschinenraum versammeln sich Technikbegeisterte. Maschinist Alexander Pleschkow beantwortet die Fragen mit Hilfe von Alexandra so gut er kann. Sind die Propeller verstellbar? Die Deutschen wollen es ganz genau wissen. Steuerruder, Schubkraft und Stromversorgung. Und die Querruder werden mit Strom. Experten unter Deck. Каждый генератор 430 киловатт. Pro Maschine auf, ja? Wie viel Volt? Ja, genau. Wie viel was? Hubraum. Was ist das? Hubraum im Motor. Ja, aber Hubraum kennt der. Hubraum kennt der. 1000 PS einfach. Hubraum, Volumen,
vom Zylinder. Объем цилиндра. Ну, я скажу размеры, объем почитает на досуге. Диаметр 360. Ja, ja, ja. Ход поршня 450. Das Schiff gelangt inzwischen vom Onega-See auf den Fluss Kowscha. Am Ufer sind die Folgen der Rodungen zu sehen. Das waldreiche Russland gehört weltweit zu den Hauptexporteuren von Holz in Richtung Westen. Und ein großer Teil davon kommt aus dem russischen Norden. Diese Schleuse führt in den Wolga-Ostsee-Kanal. Das Schiff verlässt Karelien auf dem Weg nach Goritze und Kirillow. Noch bevor die Touristen gegen Mittag ankommen, fährt dieses Boot auf den See raus. Nikolai Burlakow sammelt den Fang der vergangenen Nacht ein. Drei große Netze hat er im See Dolgoje ausgeworfen. Fischfang für Touristen und Einheimische. Sein Sohn Kostja hilft immer mit. Die Fische, die ich hier raushole, sind praktisch alle Flussfischarten. Hecht, Zander, Brasse, Schleifisch. Es gibt 12 Arten hier. Das hier ist ein Barsch. Heute war es kein großer Fang. Für einen Sommertag ist es heute zu kühl. Das mag der Fisch nicht. Seit 9 Jahren arbeitet Nikolai als Fischer in Kirillow. Jetzt in der Sommersaison macht er sein Geschäft auch mit den Reisenden. Doch die sind noch nicht da. Eiskalt und tiefgefroren, so lagert Nikolai den Fang der vergangenen Tage. Jetzt kauft ein Nachbar bei ihm ein. Sein Geschäft, das ist eine kleine Bude im Anbau der Garage. Hohe Preise hat er nicht. Gerade mal umgerechnet 3 Euro nimmt er für 500 Gramm Fisch. Seine Kundschaft kommt aus dem ganzen Ort. Früher durfte sein Fisch auch an den Anlegestellen der Touristenschiffe verkauft werden. Doch das ist inzwischen verboten. Es gibt viele Reisende, auch aus Moskau, die zu mir kommen. Die meisten meiner Käufer sind Russen. In den 9 Jahren, die ich schon fische, hatte ich bestimmt zwischen 5.000 und 10.000 Kunden. Manchmal kommen am Tag bis zu 50 Menschen vorbei für meinen Fisch. Dieses Haus hat er selbst gebaut für seine Frau und die Kinder. Bis auf eine der beiden Großmütter am Tisch wohnen hier alle unter einem Dach. Die Fischerei ernährt Nikolais Familie. Das ist nicht selbstverständlich, denn Arbeit gibt es im Ort sonst kaum. Nun, wir leben nicht anspruchsvoll. Uns reicht das Geld gerade zum Leben. Auch für ein bisschen Vergnügen bleibt noch was übrig. Nach dem Mittagessen wird Nikolai damit beginnen, seinen Fisch für die Touristen zu räuchern. Das dauert eine Weile. Doch die Passagiere der MS Majakowski zieht es ohnehin erstmal in das nahegelegene Kirillow-Belozerski-Kloster. Einst war es das größte Kloster Russlands. Der Mönch Kirill gründete es im 14. Jahrhundert. Als Museum erinnert es jetzt noch an die Macht, die Klöster in Russland damals hatten. Zaren und Aristokraten kamen hierher zu Besuch. Das Kloster beherbergt eine bedeutende Ikonensammlung, religiöse Darstellungen aus dem 15. Jahrhundert. Gelernt
erstaunt habe ich, dass nur die Männer Ikonen malen durften. Die Frauen durften die Ikonen nur mit, also sticken, nur sticken, haben wir heute gelernt. Bin sehr beeindruckt. Wir haben natürlich in diesem Wetter und dieser Komplex, der blaue Himmel, das passt alles wieder. Das ist wunderbar, sehr schön. Während die Touristen die Klosterfestung besichtigten, hat Nikolai Bolakow seinen Fisch im Ofen geräuchert. Nachmittags steht er goldgelb bei ihm auf dem Hof zum Verkauf. Also, weiß ich nicht. Sprichst du Russisch? Eine kurze Begegnung mit einem Einwohner Kirillows, sowas geht nur in den kleinen Pausen ohne Touristenprogramm. Der Russischkurs hilft wenig, aber für den Einkauf mit Hilfe von Zeichensprache und Rubeln in der Hand reicht es gerade. Für knapp einen Euro wandert der Räucherfisch mit aufs Sonnendeck der MS Majakowski. Ja, so meinte ich. Ich habe auch den genommen, der uns am liebsten anguckt. Der ist hier relativ freundlich. Der schmeckt fantastisch. Schmeckt wirklich gut. Also genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ganz frisch geräuchert, warm aus dem Räucherofen und jetzt nach 2 Stunden auf den Tisch. Die Reise geht weiter über den Fluss Schexna. Der Name kommt aus dem Finnischen und bedeutet mit Riedgras bewachsen. Trifft die Majakowski in Uglitsch ein, dem nächsten Ziel der Reise. Es ist eine der ältesten Städte Russlands und sehr beliebte Anlaufstelle für Flusskreuzfahrtschiffe in der Sommersaison. Souvenirs, Souvenirs. Nur die neuen deutschen und englischen Matrioschka-Modelle sind noch nicht da. Aus dem Park des Sieges heraus führt der Weg vorbei an zig Marktständen und Folklore. Der strenge Blick des Revolutionsführers weist in Richtung der Dimitri-Blutkirche, dem berühmtesten Denkmal Uglitschs. Auf den Fresken im Inneren der Kirche ist die Stadtgeschichte dargestellt. Der 8-jährige Sohn Iwans des Schrecklichen kam hier auf mysteriöse Weise ums Leben. Nach seinem Tod kam es zu Racheaktionen, die viele Bürger Uglitschs mit dem Leben bezahlten. Symbolisch wurde auch die Uglitscher Stadtglocke bestraft. Das Ohr oben wurde teilweise abgeschlagt, etwas Leichtes. Danach wurde diese Glocke gepeitscht, ganz demonstrativ vor den Stadteinwohnern. Das war eine sehr große Erniedrigung für die ganze Stadt, für jeden Menschen. Und danach wurde diese Glocke nach Sibirien verbannt und befand in der Stadt Tobolsk 300 Jahre.